Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Setup-Video auf meinem Kanal. Dieses Mal ist Malaysia dran. Eine Strecke, die ich ja sehr, sehr, sehr doll mag. Ich fand daher, dass es eine der ersten Tilke-Strecken war, war es eine sehr, sehr gute. Mir gefällt sie jedes Jahr wieder. Auch dieses Jahr, wo mir das Fahrzeug-Handling der Wagen nicht wirklich gefällt. Ihr seht hier Setup 49, 51 Bremsen und 2,1 Flügel, 7,11 Balance. 7,11 einfach, weil man für den Mittelsektor, denke ich mal, eine Menge High-Speed-Grip braucht. Mann. Vielleicht auch noch die Betonung. Aufhängung 11,1, 11,11. 11,1 für Top-Speed, 11,11 für Grip. Und Spurtreue werde ich immer so beibehalten. Voll nach links und Radschutz voll nach rechts. Und damit gehen wir auf die Hotlap. Wichtig ist, dass man hier viel Schwung mitnimmt nach außen und möglichst spät dann einlenken kann, um möglichst langen Beschleunigungsweg zu haben. Wenn man es erreicht, kann man knapp vor der Startziellinie in den sechsten Gang schalten. Erreichen dann hier eine Topspeed von gut 330 km/h. Schalte hier für die erste Kurve in den ersten, gehe dann in den zweiten. Wichtig ist hier aus der Kurve eine gute Traktion zu haben. Es ist immer in gewisser Weise schwierig. So, das ist der erste Sektor. Relativ simpel. Zwei Kurven. Und der Rest ist Vollgas. Jetzt kommen wir in den technischen Mittelsektor. Diese ganz schnelle links, rechts, die geht Vollgas durch. Ich bleibe hier im fünften und schalte dann einmal teilweise kurz im vierten. Und hier bin ich sogar im fünften geblieben, weil die Linie gepasst hat. Ab im sechsten. Hier für die im dritten. Bei 50 Metern habe ich da gebremst. Schön durchfahren. Fünfter Gang, sechster Gang und hier bei 100 Metern bremsen. Ich weiß nicht, ganz 100%ig getroffen, trotzdem gut genug. Schalten wir in den vierten, kurz bevor wir in den fünften schalten, gehen wir runter in den dritten, gehen hier in die Kurve rein, nehmen den Scheitel gut mit. Vierter Gang, fünfter Gang und der sechste. Ich hoffe, zu dieser Kurve kommen, wo ich mich an diesem kurzen Streifen am Körper orientiere, dass so ein ganz kurzer dunkler Streifen hier nochmal zurückspult. Auf diese, ja, relativ schwierige Kurve, einer der schwierigsten im Kalender, wie ich finde. Auf die erste lange DRS-Gerade fahren wir lange Vollgas. Wir bremsen hier kurz bevor die Einbuchtung der Linie kommt. Wir bremsen hier schön runter für die Hanal ab in die zweite DRS-Runde. Das ist eine Runde in Malaysia. 1:36.8. Ich hoffe einfach, es hat euch geholfen, so ein paar Tipps, die ich so erzählt habe. Wie ihr auf der Strecke zu fahren habt, das Setup sollte eigentlich ganz okay sein. Habe ich in diversen Ligarennen gut abgeschnitten mit. Vor allem im Rennen fand ich das extrem gut. Auch im Mittelsektor kam ich damit als Padfahrer gut zurecht. Ich weiß es nicht, wie das mit dem Lenkrad ist. Ob das jetzt alles so passt. Ich zeige hier einmal meine gesamten Einstellungen. Ich will da nichts irgendwie geheim halten. Ja. Und das war's. Jetzt schauen wir uns nochmal die Sektorzeiten an. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja ein Like oder ein Abo da lässt, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und verabschiede mich schon mal für das Video. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.